am Standort hier in Nürtingen, kommen wir aus der Hydraulik, aus der Mechatronik, haben solche Dinge in Serie produziert, wie diese Hydraulikeinheit für einen Supersportwagen. Und das ist unser neuestes Produkt, eine Intelligent Battery Disconnect Unit. Damit können Sie in der Batterie mehr Energie, mehr Reichweite dann wieder realisieren. Für Entwicklungsleiter Martin Meyer sind es heute nur ein paar Schritte. Von der alten Verbrennertechnik hin zur neuesten E-Auto-Erfindung seiner Firma. Für das Unternehmen aus Nürtingen selbst war es schon ein längerer Weg, diese Transformation auch zu bewerkstelligen. Wir haben unsere Mitarbeiter gezielt geschult über die Jahre. Wir haben uns Hochschulprofessor von der Hochschule Esslingen ins Haus geholt. Der hat die Leute am Freitag und am Samstag geschult. Die kamen da super gerne, also auch aus allen Levels, also vom Mechaniker bis zum Doktoringenieur, und haben das aufgesogen. Im laufenden Betrieb hat man die Firma so umgestellt und um das Know-how in Sachen E-Mobilität erweitert. Eine kleine Marktnische zunächst, die sich nun aber mehr und mehr auszahlt. Für die Batterie hat sich das Thema gewandelt, dass immer mehr Leute von uns auch in diesem Thema arbeiten wollten. Und dann durch Kollegen oder Ingenieure, die bei uns anfangen wollten, haben wir auch mehr und mehr Kompetenz zu dem Thema ins Haus bekommen. Kleine Autozulieferer wie Hofer Powertrain mit seinen gut 500 Mitarbeitenden können so Innovationstreiber für die gesamte deutsche Autoindustrie sein. In meinen Augen haben es die Zulieferer tatsächlich wahrscheinlich ein Stück weit einfacher, weil sie durch ihre kleinere Unternehmensgröße ein Stück weit agiler sind, sich vielleicht auch schneller mit neuen Kompetenzen in dem experimentellen, im Entwicklungsbereich versorgen können. Am Standort Nürtingen baut die Firma nun für gut 5 Millionen Euro die Entwicklungs- und Testflächen von 1.000 auf 4.000 Quadratmeter aus und schaut dabei optimistisch in die Zukunft. Jammern hilft nicht. Und ich glaube, da ist die deutsche Industrie gerade so in einem Tiefpunkt. Ich glaube, wenn wir uns auf die Tugenden, die wir haben, konzentrieren, dann werden wir die Kurve schon wieder kriegen. Wachstum und Investitionen. Im kommenden Jahr will die Firma 30 neue Leute in Nürtingen einstellen.